Die Vorbereitungen laufen bereits. Im Cottbusser Radrennstadion sind morgen die International Cycling Days. Im Mittelpunkt stehen die Madison-Wettbewerbe, bei denen zwei Fahrer eine Mannschaft bilden. Veranstalter ist dabei der RK Endspurt. Es geht am Freitagabend um 19 Uhr los und wir sehen einen großen Teil der Weltelite im Madison, das heißt 6-Tage-Fahrer. Insgesamt nehmen 16 Teams teil. Das Team mit dem dreimaligen Weltmeister im Madison, Morgan Kneisky, kann leider doch nicht mitmachen. Laut Eberhard Pöschke hat sich Kneisky den Arm gebrochen. Mit dabei sind die 6-Tage-Sieger des letzten Winters, zum Beispiel Marcel Kaltz oder Christian Grasmann. Neu im Programm ist das Steherrennen. Hierbei fahren die Radsportler bei einem dauerhaft hohen Tempo eine längere Distanz auf der Bahn. Auf der Radrennbahn gibt es also mehr als einen Höhepunkt. Mein persönliches Highlight ist, dass die Veranstaltung gut abläuft und dass es spannende Wettkämpfe gibt, woran ich nicht zweifle. Und vor allen Dingen warte ich als Höhepunkt die Steherpremiere hier in Cottbus mit Europameister Schäfer und Shiva. 2 Tage gehen die International Cycling Days. Am Samstag um 10 Uhr können auch Kinder auf die Bahn. Ab 13 Uhr können sich dann alle Hobbyradler aufs Fahrrad schwingen und auf der Bahn 1000 Meter Zeit fahren. Um 19 Uhr ist es dann geschafft. Da gibt es dann nämlich das große Finale.